Eine Frage beschäftigt uns doch momentan eigentlich alle, oder? Wann wird es wieder wärmer? Ich habe hier die Antwort für euch. Für die meisten schon am Wochenende, aber nur ganz kurz. Und damit herzlich willkommen hier bei Wetter Online. In der Südhälfte setzt sich jetzt am Wochenende milde Frühlingsluft durch. Im Norden bleibt es dagegen meist kühl. Und der Grund dafür ist eine Luftmassengrenze, die eben Frühling von Winter trennt. Und entlang dieser Luftmassengrenze bilden sich auch relativ intensive Niederschläge. Die fallen dann eben besonders am Samstag in der Nordhälfte des Landes. Im Süden bleibt es dagegen ziemlich freundlich und die Sonne scheint viel. Besonders gut kann man diese Luftmassengrenze aber in den Temperaturen erkennen. Während sie am Samstag im Südosten zügig an die 15-Grad-Marke klettern, bleiben sie im Norden meist einstellig. Am Sonntag wird dann der Unterschied zwischen diesen Luftmassen noch größer. Die Grenze wird schärfer und die Niederschläge damit auch intensiver. Gucken wir uns das Ganze mal auf der Wetterkarte an. Wir liegen hier noch unter einem kleinen Tief, das die mildere Mittelmeerluft zu uns bringt. Aus Nordwesten nähert sich aber schon hoher Luftdruck, mit dessen Strömung neue Polarluft zu uns kommt. Am Sonntag liegen die beiden Luftmassen dann so nahe beieinander, dass wir in Deutschland teils Temperaturunterschiede von rund 15 Grad haben. Die Höchstwerte für den Sonntag zeigen auch, dass die Luftmassengrenze recht weit im Nordwesten liegt. Dort werden zwischen 4 und 6 Grad erreicht. Im Südosten dagegen wird schon an der 20-Grad-Marke gekratzt. Örtlich wird sie auch überschritten. Während also am Sonntag südöstlich von dieser Luftmassengrenze T-Shirt-Wetter vom Feinsten angesagt ist, bleibt es nördlich davon den ganzen Tag ziemlich verregnet. Gegen Abend können sich dann sogar Flocken bis in die Niederungen untermischen. Im weiteren Verlauf schiebt die Polarluft die Frühlingsluft weg und verbreitet sich landesweit. Die Werte bleiben dann fast überall einstellig. Regen und Schnee erreichen auch nach und nach wieder den Süden. Und ob da nicht doch noch ein Hauch von Frühling durchs Land geht, das bleibt eben weiter offen. Aber wie immer halten wir euch darüber auf wetteronline.de oder in unserer Wetteronline-App auf dem Laufenden. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende, auch wenn ich ein kleines bisschen neidisch bin, denn bei mir bleibt es die ganze Zeit kalt. Ich bin Annika Jakob von Wetteronline.